Der 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Voll im Zeichen des Abstiegskampfs. Mittendrin Aufsteiger Bielefeld. Nach dem Trainerwechsel von Uwe Neuhaus zu Frank Kramer konnte eine neue Hoffnung entstehen. Und so haben sie die Möglichkeit, aus eigener Kraft am letzten Spieltag drin zu bleiben. Zu Gast beim VfB Stuttgart. Der SV Werder Bremen schmeißt einen Spieltag vor offiziellem Saisonende Florian Kohfeldt raus. Thomas Schaaf, eine Vereinslegende, übernimmt und soll den SV Werder Bremen zumindest in die zweite Relegation in Folge bringen. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach muss daher, ohne Frage, ein Sieg her. Die schlechteste Ausgangslage hat der 1. FC Köln. Angewiesen auf die Konkurrenz muss die Mannschaft von Friedhelm Funkel die 3 Punkte holen, um überhaupt die theoretische Chance zu haben, die Liga zu halten. Und eben selbst dann müssen sie sich auf die Konkurrenz, unter anderem auf den Rivalen vom Niederrhein, verlassen. Wer muss direkt runter? Wer geht in die Relegation? Und wer bleibt drin? Alles ist offen am 34. Spieltag in der großen Samstagskonferenz auf Heisenbergs Pre-FIFA. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 34. Spieltag in der so beginnt man noch eine Konferenz gerne. Der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an, die Samstagskonferenz mit 9 Spielen, die parallel ablaufen werden. Es wird viele Tore geben, es wird teilweise hart, brutal, spannend hoffentlich auch. Und bevor es gleich in die Voranalyse sozusagen geht mit Tabelle und Spielpaarungen, möchte ich einmal kurz Werbung machen. Ihr kennt sicherlich die FIFA-Bundesliga auf YouTube, da gibt es jetzt auch ein neues Projekt, mit dem habe ich zwar nichts zu tun, aber da wurde ich gefragt, möchtest du das vielleicht mal bewerben oder mal erwähnen, und das mache ich an dieser Stelle. Also wenn ihr Lust habt, mal in so einem Bundesliga-Projekt mitzumachen, ja, dann meldet euch einfach unter den Links, unter der Adresse, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Würde mich freuen und sicherlich den Teilnehmer oder den Initiator besser gesagt auch. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber jetzt geht's ins Spiel, ans Eingemachte erstmal. Wir sehen links die 9 Partien aufgelistet. Borussia Dortmund gegen Leverkusen, ein Spiel, in dem es um nichts mehr geht. Bremen gegen Gladbach, in dem es für beide Mannschaften um was geht. Bremen will drinbleiben, Gladbach will in die Conference League. Glaube ich jedenfalls, dass sie das wollen. Stuttgart-Bielefeld, das ist umgedreht, da will die Heimmannschaft in die Conference League. Bielefeld will den Klassenerhalt. Dann Köln gegen Schalke. Köln will drinbleiben, muss gewinnen. Ansonsten gibt es keine Chance mehr und muss sich dann auf die Konkurrenz verlassen. Der FC Schalke 04 bereits abgestiegen, aber zuletzt ja immerhin mal wieder mit einem Achtungserfolg. Frankfurt gegen Freiburg. Da geht es für die Freiburger noch theoretisch darum, in die Conference League zu gehen, aber ist relativ unwahrscheinlich. Da müssen sie auf sehr viel Schützenhilfe hoffen. Union Berlin kann es aus eigener Kraft gegen Leipzig schaffen, den 7. Platz und die Conference League Platz zu verteidigen. Wolfsburg gegen Mainz, ein Spiel, in dem es um nichts mehr geht. Auch so bei Bayern gegen Augsburg, außer vielleicht um den Rekord von Gerd Müller und Robert Lewandowski. Und Hoffenheim gegen Hertha, auch ein Spiel für No-Brainer. Ja, ansonsten, ich werde nicht in allen Spielstätten gleichmäßig viel sein. Ich bin da, wo es spannend ist, da, wo Tore fallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Im Anschluss gibt es dann die Spiele oder die Tore zumindest noch in der Zusammenfassung, in der ganz kurzen Zusammenfassung. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 34. Spieltag. 9 Spiele unten links aufgelistet und teilweise richtig dramatisch. Hier in Köln ist der FC Schalke 04 zu Gast. Die Königsblauen sind abgestiegen, aber zuletzt spielten sie wie eine Mannschaft,
die nochmal alles raushauen möchte. Der erste FC Köln muss gewinnen, ansonsten geht es garantiert nach unten. Aber sie sind auch angewiesen auf die Konkurrenz. Insbesondere auf den SV Werder Bremen. Sollte Bremen gewinnen, hat Köln keine Chance mehr, sich zumindest direkt zu retten. Dann kommt noch drauf an, was Bielefeld macht. Es ist also eine relativ große Rechnerei. Für Borussia Mönchengladbach geht es hier aber noch um was. Sie wollen in die Conference League, auch wenn es nur die Conference League ist. Europäisch sollte es dann nächstes Jahr doch schon sein, wenn man dann mit Adi Hütter in die neue Saison startet. Deswegen werden sie sich sicherlich hier nochmal bemühen. Dann machen wir mit diesem Spiel den Abstiegskampf perfekt und greifen auch noch so ein bisschen in dieses europäische Geschäft mit ein. Der VfB Stuttgart lädt Arminia Bielefeld zum Tanz am 34. Spieltag. Die beiden Aufsteiger stehen beide besser da als erwartet vor der Saison. Bielefeld kann sich direkt retten. Ein Sieg würde das aus alleiniger Kraft schaffen. Aber es ist natürlich noch lange nicht entschieden. Der VfB Stuttgart ist nicht leicht zu besiegen. Genau das konnte man lange Zeit über die Eintracht aus Frankfurt sagen. Zuletzt aber schwächelten sie. Der Abgang oder die Bekanntgabe der Abgänge von Freddy Bobic und Adi Hütter sicherlich nicht allein verantwortlich, aber sie haben sicherlich einen großen Anteil daran, wie schlecht es zuletzt gelaufen ist. Sie spielen europäisch, aber eben nur Europa League. Und Freiburg, ja, vielleicht wird es noch was mit der Conference League, ist aber eher unwahrscheinlich. Das ist deutlich wahrscheinlicher für den ersten FC Union Berlin. Die spielen nämlich zu Hause gegen Leipzig und haben es als einzige Mannschaft in der eigenen Hand. Sie sind Tabellensiebter. Das würde eben reichen für die Conference League. Wenn sie dann gewinnen würden, ist egal, was die Konkurrenz macht. Aber Leipzig muss auch erstmal besiegt werden, auch wenn die sicher Vizemeister sind, wollen die sich hier am letzten Spieltag, beim letzten Spiel mit Nagelsmann sicherlich nochmal gut zeigen. Ja, und ein paar Spiele, in denen es tatsächlich sportlich um nichts mehr geht, vielleicht noch um den ein oder anderen Platz nach oben oder nach unten. So ein Spiel haben wir hier in Wolfsburg. Das hätte man sicherlich vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. Mainz ist sicher gerettet und das vor dem 34. Spieltag. Und Wolfsburg ist sicher in der Champions League. Also auch das ein Riesenerfolg. Beide Mannschaften können zufrieden sein und hier dann vollkommen befreit aufspielen. Das ist auch sicherlich hier in Dortmund der Fall. Leverkusen zu Gast, die sind sicher in der Europa League, klar. Man hätte sich zwischendurch auch die Champions League erhofft, aber dazu war es zu unkonstant. Minimalziel erreicht, Europa League und Dortmund. Sie lagen mal viele Punkte zurück, sehr viele hinter der Champions League. Und jetzt haben sie es vor dem letzten Spieltag schon sicher gebucht. Beeindruckende Serie, Pokalsieger, eigentlich auch alles serviert für einen perfekten Saisonabschluss. Und auch den werden wir hier in München haben. Der FC Bayern München hat den FC Augsburg zu Gast. Und Robert Lewandowski hat noch eine Rechnung offen. 40 Saisontore. Das 41. würde dann den Uraltrekord von Gerd Müller eben übertrumpfen. Augsburg hat sich am letzten Spieltag bereits gerettet mit dem Sieg über den SV Werder Bremen. Markus Weinziel hier mit seiner Mannschaft also nochmal im Auslaufen. Und auch ein Auslaufen haben wir hier in Hoffenheim oder in Sinsheim. Da ist Hertha BSC zu Gast. Schwieriges Programm zuletzt für die Hertha. Nicht schwierig auf dem Papier, aber schwierig, was die Knochen und Muskeln so angeht. Hoffenheim auch viel oft geplagt von Corona-Fällen, aber sie haben es bis dato überstanden. Beide Mannschaften werden sich auch nächstes Jahr wieder in der Bundesliga treffen. Wir melden uns, wenn Tore fallen. Ansonsten starten wir da, wo es richtig spannend ist. Und das ist hier in Köln der Fall. Der Ball rollt die Geißböcke in den weißen Trikots von links nach rechts und es wird ein dauerhaftes Schauen auf die Konkurrenz sein. Aber das ist auch klar, es bringt nichts, auf die anderen Plätze zu gucken. Man muss hier auch selber gewinnen. Ein Punkt würde unter keinen Umständen reichen, es sei denn,
Borussia Mönchengladbach gewinnt utopisch hoch in Tor in Stuttgart. Und wir haben den ersten Treffer in Stuttgart, also für diese Mannschaft hier relevant. Was für ein Albtraumstart für Arminia Bielefeld. Erik Tommy mit dem frühen 1:0 schießt die Arminen aktuell in die Relegation. Der Punkt von Werder Bremen gegen Gladbach, der beim 0:0 zu Spielbeginn steht, er würde aktuell Bielefeld auf Rang 16 stürzen und Werder Bremen wäre direkt gerettet. Aber diese ganzen Rechenspielchen, sie sind doch so obsolet. Das, was nach 90 plus X auf der Anzeigentafel steht, das ist entscheidend. 1:0 hier für Stuttgart. Kommt das denn in Bremen auch an? Berechtigte Frage, es wird sicherlich vor allem auf der Bank kommuniziert werden, aber auf dem Feld geht es auch für Werder Bremen darum, eigentlich hier selber die Hausaufgaben zu machen, denn aus eigener Kraft können sie es zumindest schaffen, in die Relegation zu kommen und dann werden diese beiden Endspiele dafür möglicherweise sorgen, die Klasse aus Tor in Dortmund Kraft zu halten. Aber ja, hier steht es 0:0 und wer am Tor in Dortmund geht immer vor. Hier ist alles entspannt, hier ist alles locker, es macht Spaß zuzuschauen. Zwei spielstarke Mannschaften, vor allem der BVB, momentan einfach in super Verfassung. Fehler bei Leverkusen und Jadon Sancho auf Vorlage von Marco Reus. Ja, sie werden zu Recht hochgelobt in den letzten Wochen. Jetzt haben sie tatsächlich mal konstant abgeliefert, da kann man den Hut vorziehen. Und diese Leistungen sollten sie bestätigen. 1:0 hier nach 6 Minuten. Wir wechseln nach Frankfurt. Wo es noch zu einem ganz heißen Endspiel hätte kommen können. Aber das ist aus Frankfurter Sicht eben komplett ausgeblieben. Die letzten Wochen, sie waren haarsträubend schwach. Der Höhepunkt dann die Niederlage gegen gut und tapfer kämpfende Schalker. Aber der SC Freiburg, er darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Tor in München! Platz 10, aber Platz 7 ist noch drin. Tor in München. Wir wechseln. Wir haben's. Die Nummer 41 haben wir vor den Augen. Es ist Robert Lewandowski. Es ist ein historischer Treffer. Und damit schießt er sich noch etwas weiter nach oben in den Geschichtsbüchern. Aber das ist auch klar. Der Rekord ist geknackt. Aber dass Gerd Müller niemals in Vergessenheit in der Bundesliga geraten wird, ist auch klar. Aber Lewandowski kommt sicherlich ganz dicht dahinter. Ja, und so alt dieser Rekord war, so jung ist die Bundesliga-Geschichte vom 1. FC Union Berlin. Umso beeindruckender, wie sie hier tatsächlich in den letzten beiden Jahren gearbeitet haben. Ein Großteil der Spiele bislang in der Bundesliga ohne Zuschauer, ohne volle Ränge zumindest. Ja, jetzt sind teilweise wieder welche zugelassen, aber diese Arbeit, sie ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die vor allem auch Urs Fischer verrichtet, mit dieser Mannschaft auch spielerische Weiterentwicklung gebracht hat. Jetzt hat man hier die Pole Position gegen RB Leipzig im Kampf darum, die Europe Conference League zu erreichen und das ist wirklich à la Bonheur, selbst wenn es nicht klappen sollte. Diese Saison im Tabellenmittelfeld, sie ist überragend und sie wird gerade noch viel, viel besser. 14. Minute, 1:0 für Union Berlin. Musa bringt die Eisernen in Führung. RB Leipzig in der Mitte komplett offen. Max Kruse wird überhaupt nicht angegriffen. Und so schlecht wie Leipzig in der ersten Halbzeit gegen Dortmund und gegen Wolfsburg agierte, so schlecht sind sie auch hier gerade von Beginn an. Das ist natürlich ganz mies verteidigt, aber das muss man auch berücksichtigen. Leipzig hat das Saisonziel erreicht, nicht ganz krönen können mit dem Erfolg im Pokal, aber hier liegen Tor sie in halt Wolfsburg. Zurück. Das ist ein bisschen zu wenig, was sie machen. Wir haben Tor in Wolfsburg und gucken wir uns an.
1-0 für die Wölfe, 14. Spielminute. Ein No-Brainer dieses Spiel. Es ist einfach, sich ein bisschen zurücklehnen. In der Tabelle muss man nicht mehr rechnen, nur Gott sei Dank bleibt uns das hier erspart. Aber Wodwerhorst, klar, da kommen ein paar Tore auf dem Konto sicherlich immer noch gut. Damen ist machtlos, springt da ein bisschen quer. Bosinski auf der Torlinie nicht richtig gut platziert. Deswegen schlägt der Ball ein. 1-0 für den VfL Wolfsburg. Wodwerhorst der Torschütze und wir wechseln die Station. Wir sind zumindest mal kurz in Sinsheim, knappe Viertelstunde hier gleich gespielt. Also die TSG 1899 Hoffenheim und die Hertha, die haben das Mini-Minimalziel beide erreicht. Turbulente, anstrengende Saison und dann soll nächstes Jahr wieder angegriffen werden. Beide Mannschaften können sich aber tatsächlich auch ein Stück weit zumindest durch die Arbeit in den letzten Wochen auf die Schultern klopfen. Das hier wird kein richtiger Burner. Das Spiel ist nicht zwangsläufig zu erwarten. Und jetzt haben wir ein Tor in Berlin. Da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Der Ausgleich. Justin Kluivert mit dem 1:1. Reißt da die Hoffnungen von Union Berlin aus eigener Kraft in die europäische Gewichtsklasse einzusteigen, ein bisschen ein. Netter Abschluss, macht er gut. Mit links vorbei an den Berliner Torhüter Andreas Luze heute im Kasten. Also Karius. Sicherlich auch eine Option gewesen für den letzten Spieltag, aber für Union Berlin ist das hier nicht einfach nur irgendwie ein Saisonabschluss, sondern eben noch die große Chance, was zu erreichen. Ein 1:1 würde auch durchaus möglich Tor in Dortmund reichen können, aber jetzt haben wir erstmal das nächste Tor in Dortmund und das geht wie immer vor. Es ist der Mann der Stunde oder einer der Männer der Stunde. Marco Reus mit dem 2:0 bekommt den quergelegt. Relativ einfache Lösung dann für ihn. Drischt ihn ein. 2:0 für den BVB. Super Spiel, vor allem aus Sicht von Schwarz-Gelb. Tor in München. Bayer 04 Leverkusen spielt so lala und in München hat es wieder geknallt. Auch hier das 2:0. Thomas Müller. Also nicht Robert Lewandowski, der seinen Rekord weiter ausbaut. Der FC Augsburg hat hier relativ wenig zu melden. Ist aber sicherlich auch ein bisschen durch die jüngsten Ereignisse begünstigt. Und ist dann auch nachvollziehbar. Keine einfache Saison auch der Fuggerstädter. Man hatte sich mehr vorgenommen. Sie haben das Klassenziel erreicht. Und Thomas Müller macht das 2:0 und wir wechseln in den Abstiegskampf. Und zwar nach Bremen. Hier steht es nach wie vor 0:0, aber jetzt ist da viel Platz! Zu viel Platz! Und bevor ich den Satz beginnen konnte, dass Bremen mit diesem 0:0 aufgrund des Ergebnisses in Stuttgart 15. wäre, ist es schon wieder passé. Dieser Gedankengang kann gestrichen werden. Alassane Plea schließt ja auch unverblümt ab. Also damit hatte Pavlenka vermutlich überhaupt nicht gerechnet. Aber der ist auch viel zu frei, der Alassane Plea da im Sturm. Und jetzt geht den Bremern so richtig der Allerwerteste auf Grundeis. 20 Minuten gespielt, 0:1. Und jetzt ja, müssen sie noch mehr schauen, dass Köln nicht die Punkte holt. Es ist tatsächlich dieser ganz, ganz seidende Faden. Da hängt alles dran. Vom FC Schalke 04. Tor in Sinsheim. Je nachdem, wie sie sich hier schlagen. Tor in Sinsheim nehmen wir kurz mit und dann wechseln wir. 1:0 Hoffenheim. Florian Grillitsch in der 21. Spielminute. Die Hertha. Ja. Bessere Luftpumpen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
Der richtige Wille, hier irgendwas zu reißen, ist bei Tor der Stuttgart. Alten Dame nicht vorhanden. Und viel spannender ist es natürlich da, wo Tore fallen. Und zwar in Stuttgart, wo es um was geht. 2-0 Doppelpack, Erik Tommy. Der VfB ernähert sich Gladbach und Union Berlin an. Und Arminia Bielefeld profitiert momentan davon, dass Köln nicht in Führung liegt und dass der SV Werder Bremen sogar im Rückstand ist. Dadurch dieses 2-0 erstmal folgenlos. Aber will man sich darauf verlassen, an einzelnen Toren sich hier irgendwie zu klammern? Nein. Es muss aber mehr kommen von Bielefeld. Die Nervosität ist schon zu spüren. Und jetzt haben sie mittlerweile sogar wieder etwas zu verlieren. Ab nach Köln. Ja, hier waren wir eben relativ kurz, aber auch da haben wir gesehen, Schalke macht durchaus was. Paciencia, Ezebue nicht dazwischen. Zumindest nicht ausreichend. Und dann gibt's den Abschluss. Gonzalo Paciencia. Der hat da sowas von gepasst. Timo Horn mit der Parade. Irgendwann muss Köln all-in gehen. Aber nach vorne momentan einfach zu wenig. Trotz dessen, Schalke macht es auch gut. Mustafi kommt nicht durch. Ball erstmal geklärt in dieser Szene. Wir wechseln wieder nach Bremen. Die spielen ja eigentlich für Köln. Ja, da würde selbst eben ein Unentschieden von Bremen den Kölnern reichen. Sollte Köln eben selbst gewinnen, so bringt es hier überhaupt nichts. Rechts einmal kurz die Ergebnisse eingeblendet, also ein bisschen hier und da schon was passiert. Gladbach macht es hier gut, macht es souverän, profitiert momentan eben auch davon, dass Union Berlin nur unentschieden spielen würde gegen Leipzig. Deswegen ist das aktuell Platz 7, aber diese Rechnerei, ja, sie macht einen auch ein bisschen irre, was am Ende steht. Tor in Wolfsburg ist entscheidend. In Wolfsburg ist ein Tor gefallen und das gucken wir uns an. Doppelpack, Wout, Weghorst. Alles entspannt hier, alles ruhig. Der erste FSV Mainz 05 muss sich nicht grämen. Wolfsburg spielt es sehr souverän, sehr locker runter. Kampf gegen den BVB um Platz 3, aber darauf wird es am Ende nicht ankommen. Also, hier der nächste Treffer. Wir wechseln nach Stuttgart. Wann kommt Bielefeld? Aktuell macht es mit ihnen noch nichts, dass sie hier 2-0 hinten liegen. Das ist aber mit einem mickrigen Tor vom SV Werder Bremen wieder gegessen. Und sie würden in die Relegation müssen und dann hoffen, eben, dass der erste FC Köln kein Tor schießt. Ja, die Bielefelder schon unter Frank Kramer mit einem anderen Gesicht als noch unter Uwe Neuhaus. Aber was bringt es einem am Ende, wenn man dann doch nicht die entscheidenden Punkte einfährt? Das 1-1 gegen Hoffenheim am Ende eben etwas unglücklich für Bielefeld. Während wir nochmal den Treffer von Tommy sehen. Und vielleicht waren das die zwei Tor Punkte, in Köln, die Bielefeld am Ende zu wenig hat. Und jetzt könnte es ganz, ganz düster werden. Ab nach Köln. Es wird ganz düster. Allerdings für den ersten FC Köln. Klaas-Jan Hünteler mit dem 0-1. Beweist mit seiner Erfahrung, Torjägerqualitäten, auch im hohen Alter, sie sind nicht weg. Er trifft in der 34. Minute zum 0-1. Damit der FC Köln natürlich sowieso raus, aber eben ein Unentschieden reicht auch noch nicht. Tor in Wolfsburg. Köln muss jetzt also 2 Tore schießen. Das hat in Wolfsburg schon jemand geschafft.
Ja, Wout Weghorst hat 2 Tore gemacht. Jetzt hat Baku eines gemacht. Wolfsburg insgesamt also mit 3 Toren in Führung. Diesmal aufgelegt von Wout Weghorst. Der erste FSV Mainz 05. Ja, man will sich natürlich auch nicht mit dem Mega-Debakel verabschieden. Das ist hier dem FC Augsburg an einem letzten Spieltag mal passiert. Ich möchte mich nicht täuschen, mag es ein 8:1 gewesen sein. Das will Mainz sicherlich nicht ertragen. Sind wir auch noch ein bisschen von entfernt. Ab nach Berlin. Wo man sich auch den Kontrahenten auf den anderen Plätzen annimmt, mal ein bisschen schaut, was macht denn Gladbach, was macht Stuttgart. Die erledigen zumindest momentan ihre Hausaufgaben. Union Berlin also muss selber hier gewinnen. Da wird auf den anderen Plätzen nicht mitgeholfen. Ansonsten wird es am Ende ein Tabellenmittelfeldplatz in der oberen Tabellenhälfte wohl, aber Tor in Stuttgart. Nicht mit dem, was man sich vielleicht erträumt hat. Tor in Stuttgart, bitteschön. 2:1, Bielefeld ist wieder zurück. Es ist Fabian Klos mit dem Anschlusstreffer. Die Hoffnung, sie kehrt zurück und es ist ganz schnell nicht mehr so aussichtslos, wie es noch vor einigen Minuten schien. Gregor Kobel aus kürzester Distanz, komplett ohne Macht, ohne Chance. 2:1 hier und 0:1 in Köln. Jetzt aber mal Marius Wolf. Marius Wolf! Willkommen zur rechten Zeit. 39. Minute, 1:1. Und jetzt trennt Köln nur ein einziges Tor vom direkten Klassenerhalt. Es ist einfach nur dramatisch. Unglaublich, der erste FC Köln, er ist zurück im Spiel. Und muss aber weiter nachlegen. Wie nimmt man das in Bremen auf? Also richtig begeistert wird man davon nicht sein, aber das 1:1 dort in Köln würde ja dem SV Werder Bremen bis dato noch nicht schaden. Und auch man selber weiß, ein Tor für sich, das würde schon so viel umwerfen. Aber die Fantasie aktuell, wie Werder Bremen hier knipsen möchte, die muss man erstmal haben, denn es ist nicht gut. Es sieht eher andersrum aus. Neuhaus fast mit dem 0:2, Pavlenka, Thuram und vorbei. Etwas weniger als 5 Minuten bis zur Pause und Werder muss aufpassen, das hier nicht noch im ersten Durchgang komplett zu verspielen, denn ein 0:2, das wäre hier sicherlich schon mit dieser Art und Weise die Vorentscheidung. Thomas Schaaf bislang, Tor in Berlin, verzweifelt an der Seitenlinie. Und Tor in Berlin, das nehmen wir noch mit vor der Pause. Das wird Gladbach sehr gerne sehen. 2:1 für RB Leipzig. Justin Kluivert dreht das Spiel. Sorgt erstmal für relativ klare Angelegenheiten. Hat da ein bisschen Glück, dass er sich durchsetzt gegen Griesbeck. Dann netzt er hinein. 1:2 hier. Tor in Stuttgart! Und Tor in Stuttgart. Das klingt aber dramatisch. Das ist der absolute Wahnsinn. Arminia Bielefeld gleicht noch vor dem Seitenwechsel aus. 2:2. Fabian Klos. Okugawa legt vor. Und dann kullert der irgendwie vorbei. Nicht zu glauben. 2:2. Tabellarisch macht es erstmal keinen Unterschied. Aber emotional sendet es eben auch Signale nach Köln, nach Bremen.
Bielefeld aktuell dann doch scheinbar am nervenstärksten. Das wird sicherlich nicht so gut ankommen im Rhein-Energie-Stadion. Der 1. FC Köln aber steht auch 1-1. Ja, auch immerhin ein Unentschieden aktuell, das bislang aber nicht helfen würde. Und der FC Schalke 04 hat es gegen Frankfurt bewiesen. Umschaltaktion, schnell hinter die Abwehr kommen. Das ist eine Qualität. Ja, Königsblau hat eine Qualität und das ist dieser schnelle Fußball in die Spitze. Wenn er zugelassen wird, ist er richtig gefährlich. Der 1. FC Köln hat teilweise Probleme damit, teilweise machen sie es Tor in Berlin. Ganz gut. Und jetzt Tor in Berlin. Bitteschön, hier ist Pause. Was ist denn das bitte für ein Spiel? Musa, Doppelpack, Kluivert, Doppelpack, Ergebnis 2-2. Nach 45 Minuten, Orban kommt nicht hinterher. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt Union Berlin, ein Treffer trennt sie von der, ich sag's noch einmal, European Conference League. Unglaublich. Führung, Rückstand, Unentschieden. Auf den anderen Plätzen ist bereits Pause. Und das ist jetzt auch hier der Fall. Eine ereignisreiche erste Hälfte in allen Belangen geht zu Ende. Hier mit dem 2-2. Im Abstiegskampf ist viel passiert. Der FC Bayern München mit Lewandowski hat den Rekord mal wieder geknackt. Und jetzt gucken wir kurz auf die Zwischenergebnisse. Ja, Dortmund führt mit 2-0 gegen Leverkusen. Werder Bremen 0-1 gegen Gladbach. Ja, würde aktuell an der Tabellensituation nichts ändern. Der VfB Stuttgart nach 2-0-Führung nur noch 2-2 gegen Bielefeld. Arminia also aktuell direkt gerettet. Der 1. FC Köln mit einem 1-1 gegen Schalke. Das reicht nicht, um den 17. Tabellenplatz zu verlassen. Frankfurt-Freiburg das einzige Spiel noch ohne Tore. Union Berlin gegen Leipzig sehr torreich 2-2, Wolfsburg führt souverän 3-0 gegen Mainz, Bayern 2-0 gegen Augsburg, der Torrekord von Lewandowski angesprochen und Hoffenheim führt 1-0 gegen die Hertha, da geht es eben um gar nichts mehr. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen, ansonsten jetzt viel Spaß bei der zweiten Halbzeit, ihr seht die Tabelle rechts, es ist noch einiges offen und entschieden ist im Prinzip noch überhaupt nichts. Vielen Dank fürs Reinschalten, weiter geht's. Und damit willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Wir starten wieder in Köln. Der FC Schalke 04 hat zwischenzeitlich die Führung erzielt, aber der 1. FC Köln kam zurück, die Zeichen wieder auf Null gestellt. Nur noch halt 45 Minuten weniger Zeit für die Geißböcke. Bremen liegt hinten, also es wäre bereitet. Zumindest der 16. Tabellenplatz wirkt doch durchaus realistisch. Dazu müssen sie aber selber eben in Führung gehen. Das noch einmal unterstrichen. Die ersten Eindrücke von hier. Köln versucht es, bemüht sich nach vorne durchzukommen. André Duda kommt aber nicht durch und deswegen wechseln wir nach Stuttgart. Wo wir zwischendurch dachten in der ersten Halbzeit, Bielefeld wäre schon komplett K.O. gegangen und müsste jetzt auf die Konkurrenz schauen. Aber jetzt sind sie wieder vollkommen im Spiel. Zwei Tore kurz vor der Halbzeit von Fabian Klos sorgten dafür, dass Bielefeld im Prinzip gerade mit Abstand die beste Ausgangslage hat. Wir melden uns gleich wieder, gucken erstmal nach Hoffenheim. Doppelpack Florian Grillitsch, 2-0 für Hoffenheim. Machen wir ganz kurz, machen wir ganz schnell, machen wir ganz schmerzlos. Das sei bitte allen Hoffenheim- und Hertha-Fans bewusst. Das ist hier keine Teamdiskriminierung in der Konferenz, aber es geht für beide Mannschaften um nichts. Deswegen wird man hier nicht so viel Spielzeit verbringen. Aber wenn Tore fallen, ja, dann sind wir da. Und Hoffenheim hat es zweimal geschafft. Deswegen waren wir zweimal hier. Grillitsch, Doppelpack. Vielen Dank an dieser Stelle.
und wir geben wieder ab in den Abstiegskampf zu Werder Bremen. Wird es die zweite Relegation in Folge für den SV Werder Bremen? Zweimal Relegation in Folge, das kann in die eine und in die andere Richtung umschwenken. Der HSV konnte sich daraus niemals befreien. Tor in Berlin! Und der VfL Wolfsburg hat daraus was aufgebaut. Und jetzt nach Berlin. Kluivert. 3:2 für RB Leipzig. Es ist ein faszinierendes Fußballspiel. Mit dieser Partie gegen die Unioner Bundesliga-Saison-Karriere, besser gesagt, los. Damals verlor man deutlich, jetzt spielt man hier fast auf Augenhöhe. Werder Bremen wäre gerne auf Augenhöhe gegen Gladbach, ist aber nicht der Fall. Stefan Leiner wird gelegt von Marco Friedl und es gibt Elfmeter. Das sah sehr komisch aus, aber der Tritt in die Hacken, lässt sich nicht bestreiten. Und es könnte jetzt ganz schnell sehr bitter werden für den SV Werder Bremen. Rami Benzebaini gegen Pavlenka behält die Nerven. 0:2. 56. Spielminute. Der SV Werder Bremen muss sich verlassen auf den FC Schalke 04. Benzebaini verlagert das Gewicht von Pavlenka auf den falschen Fuß. Der hat sich für die andere Ecke entschieden. Die Freude ist groß, weil eben auch Union Berlin im Rückstand liegt. Stand jetzt Gladbach Siebter. Das würde Europa bedeuten. Aber Tor in Köln! Entschieden ist hier noch lange nichts. Und Werder Bremen, wird das jetzt tatsächlich der entscheidende Treffer für den Abstieg? Ja und nein. Ja, eventuell für den 1. FC Köln, nein für den SV Werder Bremen. Sie können an der Weser zumindest vorübergehend durchatmen, aber wirklich nur ganz kurz und sich dann wieder besinnen. Amin Harit mit dem 1:2, der 1. FC Köln, ja, er muss jetzt eben mehr Risiko gehen. Und das weiß aktuell Königsblau dann auch auszunutzen. Man war sich ja nicht so ganz bewusst, wie hoch ist dieses 4:3 gegen Frankfurt einzuschätzen, gegen demolierte Frankfurter, die natürlich eine spielerische Qualität haben, aber mental überhaupt nicht auf der Höhe waren. Sie unterstreichen hier, die Schalker, dass sie wieder leben. Und wer für Bielefeld oder aus Bielefelder Sicht noch den Beweis brauchte, dass die Arminia lebt, den haben sie spätestens kurz vor der Pause gehabt. Das ist Rizzo Duan und das ist schlichtweg nicht zu glauben. 59. Spielminute. Nach 2:0 Rückstand kommt Bielefeld zurück. Und sie führen nach einer knappen Stunde mit 3:2 beim VfB Stuttgart und retten sich aktuell aus eigener Kraft. Und das ist sowas von verdient. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Der VfB Stuttgart chancenlos für die Conference League, weil Gladbach gewinnen wird. Und Bielefeld auf dem Weg Richtung Tabellenplatz 15. Und dann ist es egal, was Köln, was Bremen macht. Wenn sie hier gewinnen, es ist nicht zu fassen. Dortmund. Und jetzt kriegen wir den Puls runter und geben mal kurz nach Dortmund. Marco Reus verbeugt sich. Das ist nochmal einer. Sicherlich auch ein bisschen für Edin Terzic. Geht auch zu einfach. Leverkusen defensiv ganz schlapp heute.
kennt man unter Hannes Wolf anders, aber Tor an Frankfurt. Der BVB, er überragt mal wieder und wir haben in Frankfurt ein Tor. Ja, und mit dem Tor verabschiedet sich Freiburg endgültig im Kampf um die Conference League. Wäre wahrscheinlich am Ende auch zu viel des Guten gewesen, aber Frankfurt vielleicht, so versöhnlich es gehen mag, verabschieden sie sich dann vielleicht doch noch aus der Saison. Sebastian Rode zum 1:0. Und es ist ja unter dem Strich trotzdem eine gute Saison, eine sehr respektable Saison von Frankfurt. Nur mit einem ganz bitteren Nachgeschmack, was in den letzten Wochen passierte. Hier nochmal ein bisschen die bösen Geister vertreiben. 1:0 Tor in München für Frankfurt, Tor in München und bitteschön. 3:0 hier, alles klar, alles sicher, alles geregelt. Da wird es zu keiner großen Überraschung mehr kommen. Augsburg macht das Mindeste, also steht auf dem Feld und versucht ein bisschen in die Zweikämpfe zu kommen, aber kaputt will sich dann auch keiner mehr machen vor der Europameisterschaft. Wer weiß, ob und wer von den Augsburgern dabei ist. Hier steht es 3:0, Leroy Sané wird sicherlich dabei sein. Und dann wechseln wir die Station. Damit wir hier diese Station nicht ganz vernachlässigen, ja, in Wolfsburg läuft auch ein Fußballspiel, es steht 3:0 für den VfL. Super Auftritt der Glasner Elf. Tor in Sinsheim. Tor in Sinsheim, immer her damit. 3:0 Ilas Bebu, 3:0 aktuell das Trendergebnis. Dürften wir aktuell viermal haben, in München, in Dortmund, in Wolfsburg und hier in Sinsheim. Die Hertha nach dem Prinzip laissez-faire ist auch in Ordnung, ist verständlich, waren sehr anstrengende Wochen zuletzt und solange wir Tore sehen, dann sind wir doch zufrieden. Bisschen einseitig verteilt, aber dann ist das halt so. Ab dahin, wo es richtig spannend ist. Bremen muss reagieren. Auch wenn momentan so ein bisschen die Hoffnung und die Angst, die ganz große jeweils genommen wurde durch die Parallelergebnisse, kann man hier sich noch lange nicht auf irgendwas ausruhen. Denn wenn man mit diesem Ergebnis dann auch in die Relegation geht, wo soll da das Selbstvertrauen herkommen? Sie machen jetzt einen Ticken mehr. Das ist aber eben auch das, was man erwarten muss, erwarten kann von einer Bundesligamannschaft gegen nicht mal überragende Gladbacher, die hier nur ihre Hausaufgaben erledigen. Aber unter dem Strich, es sind noch 25 Minuten zu spielen. Werder Bremen muss einfach tatsächlich darauf hoffen, dass Köln nicht gewinnen wird gegen den FC Schalke 04. Und das sieht ja gut aus. Die Kölner liegen mit 1:2 hinten. Die Geißböcke mal mit anderthalb Beinen in der zweiten Bundesliga. Das kann schlecht und auch gut sein. Natürlich ist so ein Abstieg immer bitter, aber es ist für den ersten FC Köln nicht das erste Mal. Gewöhnen kann man sich da sicherlich nie dran und wenn es geht, wollen sie es auch noch verhindern. Und apropos Köln, da gehen wir dann nach dieser Ecke auch hin. Ja, und sie wollen es irgendwie verhindern. Schaffen sie es denn noch? Es wäre noch genug Zeit und gegen die schlechteste Defensive der Liga muss man doch eigentlich auch mehr als ein Tor erzielen. Im Hinspiel schlugen sie in der Nachspielzeit zu, die Geißböcke, sie gewannen dann noch. Ganz wichtige Punkte damals, aber die sind aktuell eben auch wertlos, wenn man hier nicht zum zweiten Mal in der Saison gegen den FC Schalke 04 drei Punkte holt. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen. Der erste FC Köln kommt über die rechte Seite mit Marius Wolf, der Hoffnungsträger. Isibue, wo ist da mal die Lücke? Muss auch ein bisschen schneller gespielt werden. Mustafi verliert gegen Wolf. Sebastian Andersson! Sebastian Andersson! Kommt plötzlich völlig frei zum Abschluss.
kurze Irritation auf meiner Seite, aber die Fahne blieb unten, ganz krummer Querschläger da. Aber da stand Anderson wohl noch auf der Höhe von Mustafi. Wolf liegt auf. Ja, und jetzt steht es hier 2-2 und genau das ist das, was der SV Werder Bremen verhindern wollte. Jetzt braucht Köln nur noch einen Punkt und dann würden sie sich in die Relegation retten, weil eben Arminia Bielefeld ja mit 3-2 führt. Auch unglaublich, kann man wirklich niemandem erzählen. Und hier würde ein 3-2 den Kölnern richtig gut tun und den SV Werder Bremen würde das dann in die zweite Tor in Berlin. Ein Tor zwischen Genie und Wahnsinn. So, nach dem Motto kann man jetzt auch hier wieder argumentieren. 3-3, der erste FC Union Berlin. Jetzt fehlt auch nur noch ein Tor, ja, um dieses europäische Ziel zu erreichen, diese europäische Liga. Ob man das im Endeffekt möchte oder nicht, es wäre halt etwas auf dem Papier, was man dann hat, ein Erfolg, den man vorweisen kann. Und so gut die Saison ist, so gut ist Union auch heute wieder hier. 3-3, Poyanpalo, diesmal nicht Musa, diesmal nicht Kluivert, nein, Poyanpalo ist der Torschütze. 3-3 und nochmal nach Stuttgart. Ja, hier hätte es auch gut und gerne schon 3-3 stehen können, Arminia Bielefeld, aber bringt es bislang fertig, dieses 3-2 mal ein bisschen über eine gewisse Zeit zu transportieren und damit fahren sie eben auch richtig gut. Die Gefahr, ja, sie besteht, sollte man nur unentschieden spielen und Köln sollte gewinnen, dann muss man eben doch in die Relegation. Rechenspiele hier und da, man wird nie durchsteigen können, die Tabelle am Ende wird Bände sprechen. Aktuell sieht es aber sehr gut aus für Bielefeld, Stuttgart kann sich aktuell nicht mehr so richtig befreien. Jetzt vielleicht mal mit einer Umschaltaktion. Das sollte man auch möglichst vermeiden. Tor an Bremen! Aus Bielefelder Sicht. Und wir, ja, springen natürlich nach Bremen. Minute, 1-2. Es ist nochmal Hoffnung da. Es ist nochmal Hoffnung da. Vielleicht selber doch irgendwie irgendwas zu machen, um den Super-GAU zu verhindern. Aber da würde eben selbst ein Unentschieden nicht zureichen. Ob sie jetzt verlieren oder Remis spielen, das macht für Köln keinen Unterschied mehr. Wenn Köln gewinnt, ziehen sie so oder so an Bremen vorbei. Dafür müsste Bremen dann schon gewinnen. Und das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Viel spannender ist es jetzt wiederum für Gladbach. Ein Gegentor und Union Berlin würde wieder europäisch spielen. Also das ist ein Szenario, das man sich tatsächlich im Kopf gar nicht mehr zusammenrechnen kann. Deswegen lassen wir das auch und wechseln nochmal die Station ab nach Köln. Ein Tor für die Geißböcke. Und für dieses Tor haben sie noch knapp 10 Minuten Zeit. Es würde sie in die Relegation spülen. Jetzt haben sie über die rechte Seite auch mal ein bisschen Platz. Der FC Schalke 04 trabt teilweise nur ein bisschen hinterher. Das ist eine große Chance. Das ist eine sehr große Chance. Aber Sané ist dazwischen und ist aktuell Sanés Fuß der entscheidende Faktor für Werder Bremens Überleben, zumindest mal für die nächsten knapp anderthalb, zwei Wochen. Es ist wirklich unglaublich spannend. Tornsinsheim. Okay, das gucken wir uns natürlich noch kurz an. Aber wirklich nur ganz kurz. Sollte was passieren auf den anderen Plätzen, dann sparen wir uns hier sogar den Treffer. Steht 4-0. Da kann man Hoffenheim auf jeden Fall nochmal ganz schnell für beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr respektabel. Am Ende sieht das tabellarisch dann mit Tabellenplatz 11 auch so aus, wie die Saison sich wahrscheinlich angefühlt hat. Tor in Stuttgart! Keine Frage. Her damit. 4-2! 4-2! 4-2! Es ist Arminia Bielefeld. Es ist Fabian Klos.
Und wenn man ehrlich ist, wo ist da der Unterschied? 4:2. Es ist nicht zu fassen. Bielefeld wird nächstes Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga spielen, aus eigener Kraft. Das steht jetzt fest. Es sei denn, der VfB Stuttgart haut hier nochmal richtig einen raus. Aber das ist unglaublich. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Dreierpack Fabian Klos. Das ist die Geschichte, aus der einfach Märchen entstehen. Aus der Fußballfans gewachsen sind. Und für so einen Moment des Fußballfan-Werdens, für so einen Moment kämpft der erste FC Köln hier. Diesmal der Fuß von Ludewig. Andersson kommt nicht durch. Es ist so dermaßen spannend. Hector verlässt jetzt humpelnd das Feld. Schafft es nicht mehr. Seine Kraft reicht nicht. Pusht aber nochmal Drexler. 1,5 Minuten noch zu spielen. Köln braucht ein Tor. Eckball von der linken Seite. Duda, Kopfball, Drexler, Aufsetzer. Und der geht rüber. Und so viel fehlte da nicht. Ja, den hätte möglicherweise auch Fährmann dann noch abgefischt. Aber das auch dann wiederum ein Andersson, der lauert. Und es ist wirklich so knapp. Es ist am Ende möglicherweise ein mickriges Tor, das Tor in Dortmund entscheiden kann. Und die zumindest jüngere Vereinsgeschichte prägen wird. Und nochmal ein Tor in Dortmund. Ja, wirklich ganz kurz. 3-1 hier, Bayer 04 Leverkusen mit dem Ehrentreffer. Kerem Demirbay macht das Ganze. Kein 0-Spiel für Roman Bürki, das wird ihn sicherlich ärgern, aber auch irgendwo verkraftbar. Das wird jetzt keine großen Tränen mehr geben. Tor in Stuttgart! Das fünfte etwa für Bielefeld? Nein, es ist das 3:4. Muss man jetzt doch wieder zittern. Es ist ein Wahnsinnstor. Es passt hinein in diesen Samstagnachmittag. Ja, das Wort Wahnsinn, das ist sehr häufig gefallen in dieser Konferenz. Aber wenn man sich dieses Tor anschaut, da gehen einem die passenden Vokabeln einfach aus. 90. Minute, die Nachspielzeit ist aber eigentlich schon abgelaufen. Das heißt, es bleibt wohl beim 3:4 und dann ist das der Klassenerhalt für Bielefeld? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Bielefeld hält die Liga mit einem 4:3 in Stuttgart. Fabian Klos, Mann des Tages. Es ist nicht zu fassen. Nach 2:0 Rückstand kommt Bielefeld zurück, gewinnt 4:3 beim wirklich starken VfB und hält die Klasse. Und in Köln, da läuft's noch. Es fehlt ein Tor für die Geißböcke. Das aber momentan eher für Schalke fast gefallen wäre. Und jetzt ist Feierabend. Es ist besiegelt. Köln spielt nur 2:2 gegen Schalke. Und sie müssen wieder runter. Und was das für Bremen bedeutet, das schauen wir uns nochmal an. Ja, ein bisschen nicht gejubelt auf der Bank, gerade bei Werder Bremen, aber es war doch schon irgendwie ein bisschen ein Durchatmen zu verspüren hier im Stadion. 1:2, Gladbach, herzlichen Glückwunsch, weil Union nur 3:3 spielt, heißt es für Gladbach Conference League und Werder Bremen muss zum zweiten Mal in Folge in die Relegation. Unfassbar. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Meister zu küren. Das haben wir. Den FC Bayern München. Deutscher Fußballmeister 2020-2021. In einer Saison, die unvergesslich bleibt, aufgrund der Lage in Deutschland, aufgrund aber auch aus sportlicher Sicht gesehen
von Robert Lewandowski. Mit 41 Saisontoren setzt er dem Wahnsinn noch einmal die Krone auf. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München. Und ab nächster Saison wird ein neues Kapitel geschrieben für den FCB mit Julian Nagelsmann. Aber auch da heißt es dann, genau dann möchte man diese Trophäe wieder in den Händen halten. Man will, man muss. Man hat eigentlich keine Wahl. Und trotzdem 10 Jahre hintereinander, das wäre dann mal eine Hausnummer. Schöne Bilder zum Abschluss aus der Konferenz. Ja, wir verabschieden uns von Köln. Es tut weh, ein Abstieg. Aber mit positiven Gedanken hier rauszugehen, das ist das Anliegen. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München, zu diesem Meistertitel. Wir haben's. Die Nummer 41 haben wir vor den Augen. Es ist Robert Lewandowski. Es ist ein historischer Treffer. Und damit schießt er sich noch etwas weiter nach oben in den Geschichtsbüchern. Aber das ist auch klar. Auch hier das 2:0, Thomas Müller. Also nicht Robert Lewandowski, der seinen Rekord weiter ausbaut. Der FC Augsburg hat hier relativ wenig zu melden. Ist aber sicherlich auch ein bisschen durch die jüngsten Ereignisse begünstigt. Und ist dann auch nachvollziehbar. Keine einfache Saison auch der Fuggerstätte. 3:0 hier, alles klar, alles sicher, alles geregelt. Da wird es zu keiner großen Überraschung mehr kommen. Augsburg macht das Mindeste, also steht auf dem Feld und versucht ein bisschen in die Zweikämpfe zu kommen, aber kaputt will sich dann auch keiner mehr machen vor der Europameisterschaft. Wer weiß, ob und wer von den Augsburg. 1:0 für die Wölfe, 14. Spielminute. Ein No-Brainer dieses Spiel. Es ist einfach, sich ein bisschen zurücklehnen. In der Tabelle muss man nicht mehr rechnen, nur Gott sei Dank bleibt uns das hier erspart. Aber Wout Weghorst, klar, da kommen ein paar Tore auf dem Konto sicherlich immer noch gut. Damen ist machtlos, springt da ein bisschen quer. Bosinski auf der Torlinie nicht richtig gut platziert. Doppelpack, Wout Weghorst. Alles entspannt hier, alles ruhig. Der erste FSV Mainz 05 muss sich nicht grämen. Wolfsburg spielt es sehr souverän, sehr locker runter. Kampf gegen den BVB um Platz 3, aber darauf wird es am Ende nicht ankommen. Also, hier der. Ja, Wout Weghorst hat 2 Tore gemacht, jetzt hat Baku eines gemacht, Wolfsburg insgesamt also mit 3 Toren in Führung, diesmal aufgelegt von Wout Weghorst, der erste FSV Mainz 05. Ja, man will sich natürlich auch nicht mit dem Mega-Debakel verabschieden, das ist hier dem FC Augsburg an einem letzten Spieltag mal passiert. Ich möchte mich nicht täuschen, mag es ein 8:1 gewesen sein. Hier ist alles entspannt, hier ist alles locker, es macht Spaß zuzuschauen. 2 spielstarke Mannschaften, vor allem der BVB momentan einfach in super Verfassung. Fehler bei Leverkusen und Jadon Sancho auf Vorlage von Marco Reus. Ja, sie werden zu Recht hochgelobt in den letzten Wochen. Jetzt haben sie tatsächlich mal konstant abgeliefert, da kann man den Hut vorziehen.
Es ist der Mann der Stunde oder einer der Männer der Stunde. Marco Reus mit dem 2:0 bekommt den quergelegt. Relativ einfache Lösung dann für ihn. Drischt ihn ein. 2:0 für den BVB. Super. Marco Reus verbeugt sich. Das ist nochmal einer. Sicherlich auch ein bisschen für Edin Terzic. Geht auch zu einfach. Leverkusen defensiv ganz schlapp heute. Kennt man unter Hannes Wolf anders, aber Tuan Frankfurt, der BVB ja, wirklich ganz kurz. 3-1 hier, Bayer 04 Leverkusen mit dem Ehrentreffer. Kerem Demirbay macht das Ganze. 1:0 Spiel für Roman Bürki, das wird ihn sicherlich ärgern, aber auch irgendwo verkraftbar. Das wird jetzt keine großen Tränen mehr geben. Tor an Stuttgart. 1:0 Hoffenheim, Florian Grillitsch in der 21. Spielminute. Die Hertha, ja, bessere Luftpumpen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der richtige Wille, hier irgendwas zu reißen, ist bei Tour der Stuttgart alten Dame nicht vorhanden. Und viel spannender ist es. Doppelpack Florian Grillitsch, 2:0 für Hoffenheim. Machen wir ganz kurz, machen wir ganz schnell, machen wir ganz schmerzlos. Das sei bitte allen Hoffenheim- und Hertha-Fans bewusst, dass es hier keine Teamdiskriminierung in der Konferenz, aber es geht für beide Mannschaften um nichts, deswegen wird man hier nicht so viel spielen. 3:0 Ilas Bebu, 3:0 aktuell das Trendergebnis. Dürften wir aktuell viermal haben, in München, in Dortmund, in Wolfsburg und hier in Sinsheim. Die Hertha nach dem Prinzip laissez-faire ist auch in Ordnung, ist verständlich. Aber wirklich nur ganz kurz, sollte was passieren auf den anderen Plätzen, dann sparen wir uns hier sogar den Treffer. Steht 4:0. Da kann man Hoffenheim auf jeden Fall nochmal ganz schnell für beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch, sehr respektabel. Am Ende sieht das tabellarisch dann mit Tabellenplatz 11 auch so aus, wie die Saison sich wahrscheinlich angefühlt hat. Tor ja. In Stuttgart! Ja, und mit dem Tor verabschiedet sich Freiburg endgültig im Kampf um die Conference League. Wäre wahrscheinlich am Ende auch zu viel des Guten gewesen. Aber Frankfurt vielleicht, so versöhnlich es gehen mag, verabschieden sie sich dann vielleicht doch noch aus der Saison. Sebastian Rode zum 1:0. Und es ist ja unter dem Strich trotzdem Saison im Tabellenmittelfeld. Sie ist überragend und sie wird gerade noch viel, viel besser. 14. Minute, 1:0 für Union Berlin. Musa bringt die Eisernen in Führung. RB Leipzig in der Mitte komplett offen. Max Kruse wird überhaupt nicht angegriffen. Und so schlecht wie Leipzig in der ersten Halbzeit gegen Dortmund und gegen Wolfsburg agierte, so schlecht sind sie auch hier gerade von Beginn an. Das ist natürlich ganz mies verteidigt, aber das muss man auch berücksichtigen. Der Ausgleich. Justin Kluivert mit dem 1:1. Reißt da die Hoffnungen von Union Berlin aus eigener Kraft in die europäische Gewichtsklasse einzusteigen. Bisschen ein. Netter Abschluss. Macht er gut. Mit links vorbei an den Berliner Torhüter Andreas Luth. Das wird Gladbach sehr gerne sehen. 2:1 für RB Leipzig. Justin Kluivert dreht das Spiel. Sorgt erstmal für relativ klare Angelegenheiten. Hat da ein bisschen Glück, dass er sich durchsetzt gegen Griesbeck. Dann netzt er hinein. 1:2 hier. Tor in Stuttgart! Und Tor in
Was ist denn das bitte für ein Spiel? Musa, Doppelpack, Kluivert, Doppelpack, Ergebnis 2-2. Nach 45 Minuten, Orban kommt nicht hinterher. Das ist ein Wahnsinn. Kluivert, Kluivert, Kluivert. 3-2 für RB Leipzig. Es ist ein faszinierendes Fußballspiel. Mit dieser Partie gegen die Unioner Bundesliga-Saison-Karriere, besser gesagt, los. So, nach dem Motto kann man jetzt auch hier wieder argumentieren. 3-3, der erste FC Union Berlin. Jetzt fehlt auch nur noch ein Tor, ja, um dieses europäische Ziel zu erreichen, diese europäische Liga. Ob man das im Endeffekt möchte oder nicht, es wäre halt etwas auf dem Papier, was man dann hat, ein Erfolg, den man vorweisen kann. Und so gut die Saison ist, so gut ist Union auch heute wieder hier. 3-3. Und zwar nach Bremen. Hier steht es nach wie vor 0-0, aber jetzt ist da viel Platz! Zu viel Platz! Und bevor ich den Satz beginnen konnte, dass Bremen mit diesem 0-0 aufgrund des Ergebnisses in Stuttgart 15. wäre, ist es schon wieder passé. Dieser Gedankengang kann gestrichen werden. Alassane Player schließt ja auch unverblümt ab. Also damit hatte Pavlenka vermutlich überhaupt nicht gerechnet. Aber der ist auch viel zu frei. Werder Bremen wäre gerne auf Augenhöhe gegen Gladbach, ist aber nicht der Fall. Stefan Leiner. Stefan Leiner wird gelegt von Marco Friedl und es gibt Elfmeter. Das sah sehr komisch aus, aber der Tritt in die Hacken, er lässt sich nicht bestreiten. Und es könnte jetzt ganz schnell sehr bitter werden für den SV Werder Bremen. Rami Benzebaini gegen Pavlenka behält die Nerven. 0-2. 56. Spielminute. Der SV Werder Bremen muss sich verlassen auf den FC Schalke 04. Benzebaini verlagert das Gewicht von Pavlenka auf den falschen Fuß. Der hat sich für die andere Ecke entschieden. Die Freude ist... 78. Minute, 1-2. Es ist nochmal Hoffnung da. Es ist nochmal Hoffnung da, vielleicht selber doch irgendwie irgendwas zu machen, um den Super-GAU zu verhindern. Aber da würde eben selbst ein Was für ein Albtraumstart für Arminia Bielefeld. Erik Tommy mit dem frühen 1-0 schießt die Arminen aktuell in die Relegation. Der Punkt von Werder Bremen gegen Gladbach, der beim 0-0 zu Spielbeginn steht, er würde aktuell Bielefeld auf Rang 16 stürzen. 2-0 Doppelpack Erik Tommy. Der VfB ernähert sich Gladbach und Union Berlin an. Und Arminia Bielefeld profitiert momentan davon, dass Köln nicht in Führung liegt und dass der SV Werder Bremen sogar im Rückstand ist. Dadurch dieses 2-0 erstmal folgenlos. 2-1, Bielefeld ist wieder zurück, es ist Fabian Klos mit dem Anschlusstreffer. Die Hoffnung, sie kehrt zurück und es ist ganz schnell nicht mehr so aussichtslos, wie es noch vor einigen Minuten schien. Gregor Kobel aus kürzester Distanz, komplett ohne Macht, ohne Chance. 2-1 hier,
Das ist der absolute Wahnsinn. Arminia Bielefeld gleicht noch vor dem Seitenwechsel aus. 2:2. Fabian Klos. Okugawa legt vor. Und dann kullert der irgendwie vorbei. Nicht zu glauben. 2:2. Tabellarisch macht es erst, dass die Arminia lebt. Den haben sie spätestens kurz vor der Pause gehabt. Das ist Richo Doan und das ist schlichtweg nicht zu glauben. 59. Spielminute. Nach 2:0 Rückstand kommt Bielefeld zurück und sie führen nach einer knappen Stunde mit 3:2 beim VfB Stuttgart und retten sich aktuell aus eigener Kraft und das ist sowas von verdient. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Der VfB Stuttgart chancenlos für die Conference. 4:2. 4:2. 4:2. Es ist Arminia Bielefeld. Es ist Fabian Klos. Und wenn man ehrlich ist, wo ist da der Unterschied? 4:2. Es ist nicht zu fassen. Bielefeld wird nächstes Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga spielen aus eigener Kraft. Nein, es ist das 3:4. Muss man jetzt doch wieder zittern. Es ist ein Wahnsinnstor. Es passt hinein in diesen Samstagnachmittag. Ja, das Wort Wahnsinn, das ist sehr häufig gefallen in dieser Konferenz. Aber wenn man sich dieses Tor anschaut, da gehen... Es wird ganz düster. Allerdings für den ersten FC Köln. Klaas-Jan Hünteler mit dem 0:1 beweist mit seiner Erfahrung, Torjägerqualitäten, auch im hohen Alter. Jetzt aber mal, Marius Wolf. Marius Wolf! Willkommen zur rechten Zeit. 39. Minute, 1:1. Und jetzt trennt Köln nur ein einziges Tor vom direkten Klassenerhalt. Es ist einfach nur dramatisch. Unglaublich, der erste FC Köln, er ist zurück. Ja und nein. Ja, eventuell für den ersten FC Köln, nein für den SV Werder Bremen. Sie können an der Weser zumindest vorübergehend durchatmen, aber wirklich nur ganz kurz und sich dann wieder besinnen. Armin Harit mit dem 1:2, der erste FC Köln, ja, er muss jetzt eben mehr Risiko gehen. Lücke, muss auch ein bisschen schneller gespielt werden. Mustafi verliert gegen Wolf. Sebastian Andersson! Sebastian Andersson! Kommt plötzlich völlig frei zum Abschluss. Kurze Irritation auf meiner Seite, aber die Fahne blieb unten, ganz krummer Querschläger da. Aber da stand Andersson wohl noch auf der Höhe von Mustafi. Wolf liegt auf. Ja, und jetzt steht es hier 2:2 und genau das ist das, was der SV Werder Bremen verhindern wollte. Und für so einen Moment des Fußballfan-Werdens, für so einen Moment kämpft der erste FC Köln hier. Diesmal der Fuß von Ludewig. Andersson kommt nicht durch. Es ist so dermaßen spannend. Hector verlässt jetzt humpelnd das Feld. Schafft es nicht mehr. Seine Kraft reicht nicht. Pusht aber nochmal Drexler. 1,5 Minuten noch zu spielen. Köln braucht ein Tor.
Eckball von der linken Seite, Duda, Kopfball, Drexler, Aufsetzer. Und der geht rüber. Und so viel fehlte da nicht. Ja, den hätte möglicherweise auch Fährmann dann noch abgefischt. Aber das auch dann wiederum ein Andersson, der lauert. Ja, das war's dann mit dieser Monsterkonferenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen und übermorgen gibt es dann noch dritte und zweite Liga in der Konferenz. Auch da würde es mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Gucken wir kurz drauf, was denn diese Ergebnisse jetzt tatsächlich dann bedeuten. Dortmund 3:1 gegen Leverkusen, Werder Bremen 1:2 gegen Gladbach, Stuttgart 3:4 gegen Bielefeld, Köln gegen Schalke 2:2, Frankfurt gewinnt 1:0 gegen Freiburg, Union gegen Leipzig 3:3, Wolfsburg 3:0 gegen Mainz, Bayern 3:0 gegen Augsburg und Hoffenheim sogar 4:0 gegen die Hertha. Bayern Meister war klar, Leipzig Vizemeister war klar, Dortmund und Wolfsburg gewinnen beide, beide mit 64 Punkten, allerdings Dortmund mit dem besseren Torverhältnis, aber Champions League bedeutet es für beide. Frankfurt auch unter dem Strich, muss man nochmal sagen, mit einer guten Saison, sechsmal auch nur verloren, 60 Punkte auf dem Konto, die Europa League wird sich auf Frankfurt freuen, ebenso wie auf Bayern 04 Leverkusen, die Sechster geworden sind und damit sicher in der Europa League spielen. Siebter ist Borussia Mönchengladbach durch den Sieg in Bremen in der Konferenz und durch das Unentschieden von Union Berlin gegen Leipzig rückt Gladbach vor auf Tabellenplatz 7, also European Conference League. Union Achter trotzdem eine sehr starke, respektable Saison, auch nur 8-mal verloren, das ist eine sehr gute Quote. Stuttgart 9. als Aufsteiger, eine sehr gute Saison gespielt. Freiburg auch nie wirklich in Abstiegsgefahr gewesen, 10. geworden, 11. Hoffenheim, 12. Augsburg, Mainz ist 13. und Hertha 14. Die hatten sich zuletzt schon vor dem 34. Spieltag gerettet. Bielefeld mit dem spektakulären 4:3 in Stuttgart ebenfalls gerettet. Direkt 35 Punkte gleich auf mit der Hertha. Werder Bremen verliert zwar gegen Gladbach, aber muss trotzdem nur in die Relegation. Und der erste FC Köln durch die Niederlage gegen den FC Schalke 04. Durch das Unentschieden gegen Schalke 04 zwar punktgleich mit Werder Bremen, aber eben trotzdem abgestiegen. Tippt gerne dagegen in die Kommentare, was glaubt ihr, wer bleibt drin, wer steigt ab, wer schafft es in die Conference League. Ansonsten bleibt gesund, abonniert gerne den Kanal, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, haut rein und adios.